So, wieder zurück bei Alan Wake. Und wir müssen die Kaffeemaschine einschalten. Das ist jetzt ein Backflash, wie ich in der letzten Folge noch gesagt habe, aus New York, wo sie beide gewohnt haben, Alice und Alan. Weil wir befinden uns ja in dem größten Albtraum, den Alan je hatte, quasi. Und es sieht so aus, als wären wir erst hier eingezogen oder wir haben einen neuen TV gekauft. Eins von beiden. Das ist ein TV, oder? ZZTV. Das reimt sich sogar. Wo ist denn die Kaffeemaschine? Warum ist die Kaffeemaschine nicht in der Küche? Ah, doch, hier. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Und ich brauche 20, wenn ich hier rausschaue. Meine Fresse. Was für ein tolles Wetter. So, zu Alice gehen. Was für ein cooles Apartment die hier haben. Oh, Ich habe Thermosflasche. gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Das ist alles unwichtig. Ich brauche diese Zumindest warst du Thermosflasche. letzte Nacht dieser Meinung. Oha. Jetzt wissen wir, was sie letzte Nacht getan haben. So. Das ist Alan in Motion. So wie es aussieht, ne? Sieht wie das Cover aus. Nicht das Cover, aber wie so ein Bild, das hinten bei Büchern oder wie heißt denn das? Ist ja egal, im Buch drinnen quasi als Bild des Autors präsentiert wird. Und das scheint das Cover vom Buch zu sein. Und sie hilft ihm dabei offenbar. Coverentwürfe untersuchen. Sind wo denn? Ich höre nicht zu, ne? Ich muss zuhören. Hier. Was ist das denn für ein QR-Code da hinten? Oh, Alan Wake. Das sind seine Bücher. The Fall of Casey. The Things That I Want. Alex Casey. What I Can't Forget. Return to Sender. Das sind alles Alex Casey Thrillers. Das scheint eine Reihe zu sein, die er geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher er geschrieben hat, generell. Er hat zwei goldene Waffen. Scheint ein Waffennarr zu sein. Oder das war ein Geschenk. Keine Ahnung. Manuskriptseite? Wo ist denn eine Manuskriptseite? Ah, hier auf dem Tisch. Hier. Zählt das dazu? Ach ja, Folge 2. Aber ich habe in der Folge 1 viel vergessen, habe ich das Gefühl. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Das ist aber von seinem Buch, ne? Das hat einen Stopp. Das hier war ein spätes Lebwohl. 13 Jahre nach meiner Rache hatte es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Pein erdulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist es. Ich bin zu Hause. Alter, mein Blut färbte den Schnee rot, ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Alter, was für ein Satz. Oder was für zwei Sätze. Krass geschrieben, ne? So, das sind die Coverentwürfe. Die sehen super aus. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Oh. Alan? Ja, komme. Alan, bitte überprüf mal den Sicherungskasten. Okay. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Bitte beeil dich. Sie hat ja Angst vor der Dunkelheit, stimmt. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus.
Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Huh? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Erlen. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Eine gute Erinnerung, eine schöne Erinnerung, die kraftvoll ist für Alan, aber wir gehen zurück in den Horror. Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen, sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Keine Zeit dafür, Doc. Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker wartet auf Sie. Die macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Das ist doch kein Arzt, das ist ein Fischer. Der hat Gummistiefeln an. Oder warum liegt hier ein Fisch? Und ein Kaffee. Der kam vielleicht gerade von einem Angelausflug und hat den Fisch einfach mitgebracht. Tut mir leid, dass Sie die Angeltour abbrechen. Ja, genau. Oh, ein Prachtstück, oder? Nicht mein größter Fang bisher, wenn Sie das einem passionierten Angler glauben wollen. Aber schon nah dran. Das ist ein Forellenbarsch. Genau das, was man mit einem Köder fangen will. Wenn Sie hinter Forellen oder Lachsen her sind, sollten Sie es lieber mit Fliegenfischen versuchen. Sind Sie Angler, Mr. Wake? Na, ist wohl eigentlich egal. Da draußen kann es sehr entspannend sein. Zu dieser Jahreszeit kriegen Sie mich vom Wasser gar nicht mehr weg. Für mich ist das mein Paradies. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Gut. Wir haben den von einem Angeltrip abgehalten. Ich glaube, ist in Ihrem Büro. Ja. Das ist da am Ende des Flurs. Das ist Sarah, die hat uns gefunden bei der Tankstelle, ne? Aber der können wir halt auch nicht alles erzählen. Ich mache noch kurz eine Runde, falls hier irgendwie noch eine Manuskriptseite rumliegt, aber ich glaube nicht, oder? Die leuchten ja immer so schön. Sie können jetzt gehen, Mr. Wake. Sarah möchte jetzt bestimmt mit Ihnen sprechen. Ja, ich gehe. Jetzt ist schon wieder die Alte hier, die Angst hat, Gänge zu betreten. Hör auf, das Licht auszumachen. Geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Deputy Grant, die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Ich werde mich darum kümmern, Miss Weaver. Einen schönen Tag noch. Gut. Ich komme sicherheitshalber später nochmal vorbei, um Sie daran zu erinnern. What the hell, Mann? Was ist denn das für eine? Die war doch schon im Diner und die macht die Türen auf, ohne die Hände zu benutzen. Das macht sie noch verdammt verdächtiger. Mr. Wake, Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ja. Und übrigens, wenn Sie diese Scheiß... Cynthia Weaver. Man könnte sie wohl als unsere Exzentrikerin bezeichnen. Früher hat sie die Lokalzeitung herausgegeben, aber jetzt konzentriert sie sich auf andere Dinge. In meiner Stadt würde es ihr gefallen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist sie auf die Wartung von Glühbirnen fixiert, in der ganzen Stadt. Sie vermeidet es, auf Schatten zu treten und all sowas. Früher hat sie in ihrer Zeitung über alle merkwürdigen Begebenheiten geschrieben. Bright Falls hat eine interessante Geschichte. Naja, welche Kleinstadt hat die nicht? Eine Gruselgeschichte. Also wenn sie den scheiß Lichtschalter 100 Mal betätigt, geht die Glühbirne doch viel schneller kaputt. Ich bin zwar kein Elektriker oder so, aber ich glaube schon, dass das... Welcher erwartet
dass das nicht so gut sein kann, wenn man tausendmal den Lichtschalter betätigt. Und hier ist ja schon eine kaputt. Siehst du, die hat sie doch kaputt gemacht. So. Oh, Thermosflasche. Yes. Ja, hier Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt. Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan. Sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Das war der Festwagen mit dem Reh drauf, den wir gesehen haben. Stucky sollte den quasi reparieren oder irgendwas. Oder keine Ahnung. Aber Stucky, den gibt's nicht mehr, ne? Der ist ja verschwunden. Und wir wissen, was mit ihm passiert ist. So, Manuskriptseite. Alice sieht einen Schatten. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf und lachte. Wir wissen, wer das war. Die Alte. Mit dem Schleier. So, wo ist sie denn? Sheriff Breaker wartet in ihrem Büro auf sie, am Ende des Flurs. Ah, hier, Sheriff's Office. Ich habe ja eine Minikarte, ich Trottel. Was gibt's hier? Lesen. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden am 20.06.2007. Erkennungsmerkmale, gewinnt gern Wettbewerbe. Was sind denn da? Was ist denn das für ein Erkennungsmerkmal? Ich sehe doch nicht, ob jemand gerne Wettbewerbe gibt. Wer gewinnt denn nicht gern Wettbewerbe? Das trifft auf ziemlich... Das trifft auf ziemlich alle Menschen zu. Was für eine sinnlose Scheiße. Gewinnt gern Wettbewerbe. Toll. Und hier eine Katze. Und ja, noch mehr von Vermissten. Richard Bogue, Bruce Dansky, Jacob Miller. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Für so eine kleine Stadt sind das ziemlich viele Vermisste, ne? Und die drei, die gewinnen sicher auch gerne Wettbewerbe, ne? Das ist ein eindeutiges Erkennungsmerkmal. Und die Polizeiwache hat den gleichen Sicherungskasten wie Alan in New York, ne? Mysteriös, mysteriös. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Sarah? Kommen Sie rein, Mr. Wake. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Ich danke Ihnen, Sheriff. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wake. Sie können durch den Zellengang gehen. Hä, was soll das? Jetzt ist sie entführt worden? Hä? Aber das stimmt doch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, kann ich schon machen eigentlich, wenn es geht. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine... Da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie.
Hören Sie, Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Aha. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen. Es war ein gottverdammter Alien. Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen. Aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Nein, das warst du nicht. Das ist ziemlich weit hergeholt. Aber weißt du, was ich ihm glaube, dass er gegen jemanden gekämpft hat, der von Schatten besessen war? Der hat ein bisschen dasselbe durchgemacht wie wir letzte Nacht, ne? Das Dunkel im Diner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Das Dunkel. So, komm. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Durch den Zaun links. Thermosflasche. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan und Thornton mussten sich um zwei junge Männer kümmern, die die Fertigstellung ihres Hirschfest-Festwagens zu heftig gefeiert haben. Leute, das passiert jedes Jahr. Ich verstehe ja die Aufregung, aber sparen wir uns das Feiern für den großen Tag auf. Schießen können wir doch auch viel besser beim Wettbewerb, hm? Es gibt keinen Grund, jetzt schon auszuflippen. Okay. Das ist also mit dem Hirschfestwagen passiert. Da ist die Schrottkarre. Er hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Er hatte etwas für mich in ein verlassenes Auto gelegt. Okay, Alan hat's ja voll drauf, Mann. Was für ein krasser Jet Li-Tritt. So, schon wieder eine Manuskriptseite. Jetzt geizen sie aber nicht damit. Wake beim Lover's Peak. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Das ist ein Blick in die Zukunft. Das wird uns um Mitternacht erwarten, ne? Also die Finsternis wird da sein, aber auch ein menschlicher Entführer, der, wenn ich das richtig lese, nicht von der Finsternis in Besitz genommen wurde. Aber der soll unsere Frau haben? Warum sollte er denn unsere Frau haben? Wie soll das gehen? Alice' Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Okay, aber jetzt wird's echt mysteriös. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Okay, die Polizeiwache verlassen. Wie komme ich denn jetzt wieder hier? So. Also Barry ist hier, unser Agent. Kann uns vielleicht helfen, aber ich finde das echt suspekt, dass Alice jetzt entführt wurde. Es passt irgendwie nicht zusammen. Weil... Oh Gott. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alles Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte.
Ich rette sie. Okay, weil Alice ist ja da runtergestürzt, wenn wir das richtig gesehen haben. Aber warte mal kurz, aber ich meine, die ganze Hütte existiert ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Also, ich meine, auch das hier alles könnte nicht real sein. Die Anderson-Brüder bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug eventuell versehentlich angerichtet haben. Und wer ist er? Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem ich... Oh, je, ganz ruhig. Oh Gott, Alan, was tust du? Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Barry. Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich heraus. Ich mag den nicht, der ist so übernett, ne? Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Barry, was für ein komischer Stil hat der denn? Mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Oh nein. Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Ein Hawaii-Hemd, eine Bomberjacke, Dreiviertelhosen und Wanderschuhe. Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Stalker-Alarm. Rose hat so ein bisschen Stalker-Mentalität. Man kann ihren Mammut kaufen als Stoff. Und hier ist einfach mal so ein riesen Bison-Schädel. Und man kann hier einen auf Park Ranger machen, offenbar, mit dieser Mütze. Natürlich ein Grizzly Bear. Und hier ist einfach mal ein ganzes Mammut. Skelett eines Prärie-Mammuts, Mammutus columbi. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den Labrita-Pits gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood-Nationalpark gestiftet, als das Prärie-Mammut zum offiziellen Staatsfossil Washingtons erklärt wurde. Das Mammut wurde Hasenzahn Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Schon wieder dieser Hasenzahn Charlie. So. Hier wurde also ein Mammut gefunden. Okay. Ja. Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry, mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Weißt du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. So, ein Grizzlybär. Ausgestopft, wir müssen mit Rusty sprechen. Big Stuffer.
Spicy Barbecue. Wenn du die isst, hast du gleich Magenbrennen des Todes, Garlic und Vinegar und Gummy Yummies. Nice. Richtig gesund hier. Oh, ein Hund. Ist das Rusty? Das ist Rusty, ne? Thermosflasche. Ich gehe einfach mal kurz in die Küche. Das darf ich hier als renommierter Schriftsteller. Mich mögen ja alle hier. So. Sprechen wir mal mit Rusty.